Okay, an unserer grünen Wand hängt auch noch ein Plakat von den logischen Ebenen in der alten Schreibweise von Robert Dills, ihm zu Ehren. Das ist das klassische Modell, was die meisten NLPler kennen, die logischen Ebenen mit den 6 bis 7 Ebenen. Ich habe hier schon ergänzt, das ist quasi ein Vorläufer meines jetzigen Modells der logischen Ebenen, diesen dicken roten Strich, der diese wichtige Unterteilung macht zwischen den unteren logischen Ebenen, wo Warcock ist, und den oberen logischen Ebenen, wo kein Warcock ist. Und auch die wichtige Unterteilung hier, dass wir einen Bereich haben innerhalb der Person und einen Bereich außerhalb der Person. Trotzdem finde ich, dass mein jetziges ein Konzept, wie ich das male, mehr Vorteile hat, deswegen verwende ich das lieber, und wir haben darüber auch schon eigene Videos gemacht.